Guten Morgen miteinander. Guten Morgen diesmal ganz herzlich nach München. Die Geschwister von München, ihr seid heute in dem Sinne ja auch mit uns dabei. Wir von Zürich, wir sind in Hebräer. Wir haben Hebräer 11 angeschaut, einfach weil es da die Glaubenshelden gibt, weil die Glaubenshelden da vorkommen. Wir haben gedacht, Corona-Zeit ist eine Zeit, wo es Helden braucht. Und deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal an, was machen die Helden der Bibel. Was macht die aus? Was können wir von denen lernen? Wir haben also jeden Sonntag uns einen neuen Held aus Hebräer 11 vorgenommen. Wir sind fertig geworden damit vor etwa 3 Wochen. Jetzt letzte Woche haben wir dann weitergelesen, einfach in Hebräer 12, einfach weitergefahren. Und das machen wir heute, sind wir bei Hebräer 12, Vers 4. Aber bevor wir das anschauen, möchte ich gerne kurz einfach so einen Überblick geben über, was Hebräer für ein Brief ist. Es ist ein spezieller Brief, weil alles Entscheidende eigentlich wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, wer hat Hebräer geschrieben und wir wissen auch nicht, an wen das geschrieben wurde. Vom Aufbau her ist es so, am Anfang wird Jesus als Gott vorgestellt, es wird auch begründet und dann wird Jesus verglichen auf 4 verschiedene Weise. Er wird verglichen in Kapitel 1 bis 2 mit den Engeln und der Tora. Er wird verglichen in Kapitel 3 bis 4 mit Mose und dem verheißenen Land. Im Kapitel 5 bis 7 wird er dann verglichen mit Priester und dem Melchisedek. Und im Kapitel 8 bis 10 wird er verglichen mit Opfer und Gottes Bund. Das habe ich von Bible Project auf YouTube, das kennt ihr vielleicht. Da werden Bücher der Bibel und anderes sehr, auf sehr gute Weise einfach vorgestellt und aufgezeigt. Also das heißt, Jesus ist unser Wort Gottes. In Jesus haben wir Hoffnung auf eine neue Schöpfung. In Jesus haben wir den ewigen Priester und in Jesus haben wir auch das perfekte Opfer. Und das heißt, Jesus überragt also alle Ereignisse, alle Gegebenheiten und alle Persönlichkeiten, die in der Geschichte je aufgetreten sind und je auftreten werden. Er steht über allem und das macht der Schreiber von Hebräer auf unergründlich tiefe Weise klar und kommt somit zu Hebräer 10, Vers 35 und das würde ich jetzt gerne lesen. Hebräer 10, ab Vers 35, da heißt es, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift? Nur noch eine ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Und weiter sagt Gott, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Also wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden, sondern wir halten am Glauben fest und retten Leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht mich zu einem Menschen, der sich nicht abwendet, der sich nicht zurückzieht, zurückweicht? Und Gott sagt dazu im Hebräerbrief, Menschen, die sich nicht abwenden, sind Menschen, die glauben. Und da stellt sich natürlich dann gleich die Frage, was ist Glauben? Oder wie glaubt man? Und dazu hat uns Gott das ganze Kapitel 11 gegeben, also all die Beispiele. Und dann kommen wir zu Hebräer 12, das haben wir letzte Woche angeschaut. Da heißt es dann, Menschen, die sich nicht abwenden, sehen eine Wolke von Zeugen um sich. Also sie sehen Menschen, die auch schon geglaubt haben und sich eben nicht abgewendet haben. Das sind so wie Beispiele oder Inspiration für sie. Dann heißt es weiter, Menschen, die sich nicht abwenden, sind Menschen, die einfach alles ablegen, was sie beschwert. Oder sind Menschen, die Sünde, die permanent so umstrickt, auch die legen sie einfach ab. Oder es sind Menschen, die laufen mit Geduld in den Kampf, der Gott für sie bestimmt hat. Also die nehmen diesen Kampf an, die packen das Leben an beiden Hörnern. Oder sind Menschen, die sich nicht abwenden, sind Menschen, die schauen auf Jesus. Der Anfänger und Vollender des Glaubens heißt es, also der verleumdet, verurteilt am Kreuz hängt und der schaut auf die vor ihm liegende Freude und deswegen
kann es ertragen. Es sind also Menschen, die sich nicht abwenden, sind die, die auf den Himmel schauen, die auf die Belohnung schauen, so wie es Jesus getan hat. Es ist ihre stärkste Motivation. Und so kommt man dann zu Vers 4 im Kapitel 12. Und das würde ich jetzt gerne mal lesen, ab Vers 4. Also, Kapitel 12, Hebräerbrief, ab Vers 4. Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, den wir alle zu führen haben und in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wenn der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit allen seinen Kindern ist Gott auf diese Weise verfahren. Wenn er euch nicht erziehen würde, würde das heißen, dass ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder seid. Und überlegt euch auch Folgendes. Unsere leiblichen Väter haben uns mit der nötigen Strenge erzogen und wir hatten Respekt vor ihnen. Müssen wir uns da nicht noch viel mehr dem Vater unterordnen, der allen Wesen Geist und Leben gibt? Denn sich ihm unterzuordnen bedeutet wahres Leben. Unsere leiblichen Väter haben uns nur eine verhältnismäßig kurze Zeit erzogen, und zwar so, wie es ihrer Vorstellung entsprach. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Er erzieht uns so, dass wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen. Mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Also, wenn es zu schwer ist zu glauben, also wenn die Zeugenwolke verdampft, weil die Lebenshitze so zugenommen hat, oder wenn ich nicht ablege, sondern einfach beladen lebe, wenn die Sünde mich doch umstrickt und ich gefangen werde, wenn Jesus und die Aussicht auf den Himmel mich nicht berühren kann, was dann? Was hält mich dann davon ab, zurückzuweichen, mich abzuwenden? Und Gott sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ja, und jetzt, das ist schon ein Vers, das ist schon eine Aussage, also dieser ganze Abschnitt. Und das und ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal über eine Bibelstelle so lange und so intensiv gesprochen haben. Was heißt das? Und ich möchte einfach gerne euch unsere Einsicht, die wir glauben, gewonnen zu haben, präsentieren. Also da heißt das Blut, bis aufs Blut widerstehen. Wo Blut ist, ist Leben. Das hat mir mal mein Bruder gesagt, also wenn man den Körper, wo überall das Blut hinkommt in den Körper, da ist Leben. Also man sagt auch heißblütig oder kaltblütig. Es gibt sogar Forschungen, die fragen nach dem Zusammenhang zwischen Blutgruppe und Charakter. Ich kann das gar nicht alles ausführen, aber mein Verhalten ist tief verwurzelt. Also es liegt mir im Blut, sagt man ja auch. Oder mein Verhaltensmuster, die ich habe, die beeinflussen manchmal sogar meinen Blutdruck. Also und so weiter. So können wir weiter und weiter denken. Wenn ich also merke, wie ich einfach reagiere und manchmal merke ich das einfach dann erst oder meistens erst hinterher. Und ich glaube, das ist genau gemeint, wenn es da heißt, dem aufs Blut widerstehen. Also ich soll meinen sündigen Mustern, die ich habe, widerstehen. Ich soll die Schattenseiten meines Charakters überwinden, meine tiefsten Tendenzen, die mich aus der Nachfolge Jesu herausreißen wollen, denen soll ich entgegenleben. Jetzt, unser Bruder Viktor, der hat mir letzte Woche gesagt, Abraham ist ein Phlegmatiker, Mose ist ein Melancholiker, David ein Sanguiniker und Paulus ein Choleriker. Er hat es auch begründet und ich glaube, man kann das auch so sehen. Und das wären also die tiefstliegenden Wesensarten dieser Glaubenshelden. Das wäre so ihr Blut sozusagen. Also der eine ist ein Choleriker, der andere ist halt eben ein Melancholiker.
So, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das stimmt oder dass das Zutreffendes hat, so können wir sehen, was Gott macht. Also Hebräer 12, 4 bis 11 sagt, Gott erzieht. Gott erzieht jeden, den er annimmt. Gott hat also auch diese Glaubenshelden erzogen. Das heißt, Gott hat auch einen Abraham erzogen. Und wenn wir jetzt sagen, Abraham war ein Phlegmatiker, also eher ein passiver Mensch, und vielleicht kann man das schon sagen, also er hat ja zweimal gesagt, seine Frau sei seine Schwester, das ist nicht gerade sehr proaktiv, oder? Oder er sagt, okay Sarah, du kriegst keine Kinder von mir, und dann hat er einfach die Hagar genommen. Es scheint schon so zu sein, dass Abraham so Tendenzen hat, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen. So, was macht Gott mit ihm? Also er schickt ihn auf eine Reise ohne Zielangaben. Und da kann man ja dann das Gefühl kriegen, ja, das ist eine ewige Reise. Ich bin ja immer unterwegs, ich muss immer wieder aufbrechen. Und so war es tatsächlich. Also Abraham musste immer wieder aufbrechen. Und dann das Erste, was er erlebt auf dieser Reise, ist eine Hungersnot. Und dann sein Neffe Lot muss ihn verlassen, weil da die Herden einander ins Gehege kommen. Aber bald darauf muss Abraham Lot aus einem Krieg heraus befreien. Also Gott führt den Abraham in Lebensumstände, in der seine Passivität schwer herausgefordert wird, wo es wirklich gegen sein Naturell geht. Jetzt, Abrahams Passivität hat ja auch mit Geduld und mit Aushalten können zu tun. Also wie lange war der Mann bereit, auf seinen Sohn zu warten? Es scheint fast schon sein ganzes Leben. Also es ist eine unglaubliche Geduld, die Abraham an den Tag legt. Oder wie bereitwillig hat der Lohn einfach den besseren Landesabschnitt gegeben, um dorthin zu ziehen? Oder wie vertrauensvoll hat er über Gottes Gebot, Isaak zu opfern, gehandelt? Also Abraham hat in seinem Charakter enorme Stärken. Und Gott hilft ihm in seiner Führung, sich den Schwächen, die jeder Charakter hat, zu stellen. Oder bei Mose, ein Melancholiker oder ein Zweifler. Also ich denke, man kann das schon auch wahrnehmen bei Mose, oder? Was macht Gott mit ihm? Das Erste, er erscheint ihm mal als Feuer, als brennender Dornbusch. Also das ist ja völlig das Gegenteil von einem Melancholiker, ein nicht enden wollendes Feuer. Und dann sagt Gott ihm los, stell dich dem mächtigsten Herrscher deiner Zeit. Mache das Mutigste, was ein Mensch überhaupt machen kann. Befreie die Sklaven aus der Hochkultur, aus dem Weltreich Ägypten. Also in Mose, da glaube ich, da sind wohl alle Ängste wach geworden, alle Selbstzweifel hochgekommen, alle Melancholie über vergangene Misserfolge. Und jetzt, oder die Frage, und jetzt soll es gehen, trotz Zweifel, Ängste und Traurigkeit. Und Gott sagt, stell dich dem. Und Mose stellt sich dem. Und so kann Gott ihm Hilfe sein. Also Mose überwindet Schritt für Schritt an Gottes Hand seine Schwächen. Jetzt ohne die Stärken seines Charakters aber dabei zu verlieren. Also Melancholiker haben Tiefgang. Oder Mose ist der Schreiber vom Gesetz. Und je nachdem, was man glaubt, ist er auch der Schreiber von allen fünf Büchern Mose. Und Mose richtet das Volk. Also muss man schon tiefes Verständnis von der Seele eines Menschen haben, um das tun zu können. Und manchmal hat man sogar das Gefühl, Mose versteht Gott besser als Gott sich selber. Wenn Mose sich auf Gottes Seite stellt und sagt, bring das Volk nicht um, das schadet deinem allem, was du vorhast. Also er versteht Gott so sehr, dass er Gott wie helfen kann. So scheint es mindestens. Oder Mose bleibt sich treu, aber weil er Gottes Ruf gehorcht und in Gottes Hilfe handelt, hat er seine Schattenseiten überwunden. Er hat durch Gottes Führung und Hilfe bis aufs Blut widerstehen gelernt. Er hat seinen Ängsten nicht nachgegeben. Seine Traurigkeit hat nicht bestimmt, was er sagt und was er tut. Seine Zweifel waren nicht stärker als Gottes Befehle, sondern weil er Gott geglaubt hat, wurde aus Mose ein Überwinder. David oder ein Teenager mit Talenten überhäuft, also ein Dichter, ein weit herum bekannter Sänger, gut aussehen, auch einer, der Löwen und Bären tötet, und einer, der gut auftreten kann, also der kann schon sich artikulieren, wenn man sieht, wie er dem Goliath entgegentritt und was der diesem Riesen da verbal an den Kopf schmeißt, ist schon eloquent, ist schon unglaublich.
Und vielleicht war er wirklich tendenziell ein Sanguiniker, also einer, der alles leicht nimmt, weil alles ihm auch leicht fällt, weil ihm irgendwie alles in den Schoß fällt. So wie erzieht Gott diesen Sanguiniker? Er wird zwar als Teenager schon zum König gesalbt, aber dann scheint es so, als hätte Gott vergessen, dass er David zum König gesalbt hat. Er ist der Volksheld, also der effektivste Krieger im Land, aber er wird verleumdet, er wird vom König verfolgt. Er hat ein Leben zusammen mit vertriebenen und erbitterten Weggefährten, oder? Und die stellten dann Fragen, die David nicht mit einem sanguinischen Lächeln einfach so weg beantworten oder weglächeln konnte. Er lebte in Höhlen, in der Wüste, er war vor verworrenen oder in verworrenen Situationen vor fremden Königen. Er war in undurchschaubaren Sackgassen schlussendlich. Und Gott hat geschwiegen und David hat keine einfache Antwort mehr finden können über das Warum. Warum bin ich hier? Was soll das? Und also so viel Schweres mutet Gott diesem sanguinischen David zu und David wendet sich nicht ab. Und das kann man sehen, er weicht nicht aus. Er lässt Gott die Führung und so wird David geformt von Gott zum großen König, wie es Jesus einmal sagt. Also David hätte auch die Sache ganz einfach in die eigenen Hände nehmen können, wie er das gemacht hat beim Löwen, beim Bären, beim Goliath, oder? Und den Saul beseitigen. Das hat er aber nicht gemacht. Oder er hätte diese verbitterten Menschen, die dann mit ihm ziehen wollen, abweisen können und sagen, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich bin mir selbst gut genug. Ich brauche euch nicht. Oder? Hat er nicht gemacht. Er hat gewartet auf Gott. Und er hat sein Herz gegeben Menschen, die ein Leben hatten, das er selbst nicht verstehen konnte. Und damit hat Gott ihm geholfen, seine Schattenseiten zu überwinden. Und vielleicht noch ganz kurz zu Paulus. Oder? Ein schnaubender, heißt es in der Bibel, ein schnaubender, wutentbrannter Mann, der das Christentum wirklich mit Feuereifer verfolgt. Und was sagt Gott über ihn? Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Also Paulus, der hatte eine ungebrochene Arbeitsenergie. Keiner hat mehr gearbeitet, keiner hat mehr geschrieben, aber keiner hat wohl mehr gelitten als der Paulus. Und Gott gab ihm dann noch zusätzlich einen Stachel ins Fleisch. Und Paulus wusste warum. Also Paulus sagt, diesen Stachel brauche ich, sonst wäre ich noch arrogant. Also er hat sich an Gottes Gnade genügen lassen und so gelernt und so überwunden. Und unter anderem das Beste, was je zum Thema Liebe gesagt ist, aufgeschrieben. Paulus hat überwunden. Und bei allem sehen wir Gottes erziehende Hand. Also oftmals weiß man ja gar nicht, ist es jetzt die Folge meiner Sünde, dass ich leiden muss, oder ist es einfach Gottes Weg für mein Leben, dass es schwer ist zurzeit, oder dass ich es als schwer erlebe. Aber warum geschieht das alles? Warum erzieht uns Gott? Das ist alles, weil er uns liebt. Also er möchte uns helfen. Das und ich, wir haben drei Kinder, Nina, Nikolai und Nathalie. Und die sind alle total unterschiedlich. Also Nina realistisch und unverfroren, Nikolai der Macher, Nathalie die Freude. Oder kann man auch noch andere Begriffe diesen Kindern, dass sie nicht jetzt abschließen, aber sie sind wirklich sehr unterschiedlich und wir versuchen mit ihnen so unterschiedlich auf sie einzugehen, wie sie es eben brauchen. Und ich glaube, genauso macht es Gott mit den Menschen auch. Er geht auf jeden Einzelnen ein und versucht ihnen genau das zu geben, was sie brauchen. Gott versucht dir genau das zu geben, was du brauchst, um in deinem Leben und in deinen tiefsten Ebenen deines Herzens freier zu werden. Im Psalm 32, Vers 8 sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit deinen Augen leiten. Also unmerklich möchte Gott dich leiten. Er möchte dich so leiten, dass du immer fast schon denkst, ah, das ist meine Idee gewesen, das habe ich einfach gesehen. Meine Augen haben es gesehen. Gott möchte dich so sanft und so sorgfältig und bedacht leiten und erziehen. Genau. Wie bei Kindern, wie wir es bei Kindern tun, die wir eben lieben. Vielleicht fühlst du dich wie ein Abraham, immer etwas passiv oder immer etwas zu langsam. Das hat so viele Stärken, dass du so bist. Folge einfach dem Ruf Gottes, was er dir aufs Herz legt. Das versuch einfach zu tun.
Oder? Vielleicht fühlst du dich manchmal melancholisch wie Mose, voll mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Traurigkeiten. Das gibt dir viel Tiefgang, viel Verständnis für wesentlichste Punkte, das ein Menschenleben betrifft. Aber folge Gottes Ruf. Lass nicht zu, dass deine Ängste, deine Zweifel und deine Traurigkeit bestimmt, sondern lass Gott bestimmen in deinem Leben. Du verstehst Gott wahrscheinlich wie ganz wenige Menschen. Vielleicht fühlst du dich aber manchmal glücklich und leicht wie ein David, oder? Alles gelingt und nichts fällt dir schwer, hast auch viele Talente und die Welt steht dir offen. Vielleicht Unklarheiten, also weiche Unklarheiten und Fragen und weiche auch schwierigen Menschen nicht aus. Warte auf Gott, hoffe auf ihn und nicht auf deine Stärke und sieh, was Gott mit dir und deinem Leben und deinen Talenten wirklich alles bewegen kann. Vielleicht bist du aber wie Paulus oder unruhig oder schnell, laut, das Herz auf der Zunge, klar im Denken und schnell auch im Umsetzen. Wenn dein Leiden kommt, weiche dem Leiden nicht aus. Brich nicht ab und sage nicht, das ist mir zu dumm oder das ist unter meinem Niveau, sondern bleibe im Dienst. Lass dir an Gottes Gnade genügen in deinem Leben und in deinem Handeln. Und du wirst sehen, was Gott aus dir noch alles bewegen wird. Gott erzieht, weil er liebt. Weil er den Weg zur Vollkommenheit kennt. Weil er uns frei von Sünde machen will. Er will uns auf einem Weg führen, der uns auch die tiefsten sündigen Verstrickungen in unserer Herzenstiefe auflöst und uns vollkommen frei macht. Dass wir eine reine Quelle und einen guten Baum sein können, reines Wasser geben und gute Früchte bringen können, die anderen Menschen Heilung bringen können, die um uns herum sind. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis bald.